Willkommen bei mir in dem Thorsten-Akatuto beim Clan Battest. Ja, ihr seht das hier und ihr habt es auch im Thumbnail gesehen. Erste Dev ist jetzt erstmal auf RR11. Das heißt, ich habe sie noch nicht auf RR11. Aber ich muss sagen, ich liebe dieses neue, ja, ich benenne es einfach mal so, dieses neue Clash of Clans. Denn mit den Events hier, wir können mal reinschauen. Hier haben wir ja das Giant Event gespielt. Gibt es keine Gems mehr oder scheinbar keine Gems mehr? Oder ich denke mal, Supercell wird das so ein bisschen wechseln. Mal EP, mal Gems, mal EP, mal eine Flasche. Finde ich absolut in Ordnung und finde ich auch wirklich, wirklich gut. Ist so, macht das Game so ein bisschen flexibler, denn 70 Games gab es, glaube ich, zu holen. In den Clan-Spielen, wer sie nicht mitgenommen hat, also ich habe sie mitgenommen, um mal wieder einen Boost anzuwerfen. Und aber die Tränke hier sind wirklich, wirklich nett. In 4 Tagen startet das nächste, starten die nächsten Games wieder, die nächsten Weekend-Games. Mal sehen, wie die werden. Ich lasse mich da oder ich freue mich darauf, dass wir uns ja mal wieder überraschen lassen können. Zeitgleich startet auch mal wieder das Gibarge-Event. Also mal gucken, ob ich da so eine kleine Liga höher gehe. Und wir wollen aber erstmal jetzt kurz einmal reinschauen. Ich habe hier ein Hammer, also ein Gebäude, was ich fertig machen kann. Im Nachtdorf mache ich damit nichts fertig. Und ich habe auch einige Tränke hier. Also die Tränke, muss ich sagen, ich liebe die Tränke. Ich habe 2 noch gar nicht benutzt. Die werde ich heute aber, oder beziehungsweise einen habe ich noch gar nicht benutzt. Den werde ich aber heute mal benutzen. Aber als erstes glaube ich, auch wenn wir jetzt überhaupt nichts nachmachen können, das macht mir jetzt nichts. Ich möchte einfach mal meine erste Defense jetzt auf Rathaus 11 maxed out haben. Ich habe zwar den Adler maxed out auf Rathaus 11, aber ihr wisst das, wer die Streams verfolgt hat. Oh, meine Haare, meine Herren. Ich lasse mir übrigens lange Haare jetzt wachsen. Da könnt ihr mal geschockt sein. Mal sehen, ob mir das gelingt und wie mir das gelingt. Habe ich ja gekauft, das heißt den Adler auf 1. Ich habe das RH11-Paket gekauft, habe ihn dann nach 2 Wochen, glaube ich, auf RH2 oder beziehungsweise auf Level 2 ziehen können, weil man natürlich alle 4 Goldlager haben muss und alle anderen Sachen sind dann irgendwo dazwischen gekommen, nämlich die Armeelager sind dazwischen gekommen mit den 14 Tagen. Da habe ich zwar auch 2 Bücher für nutzen können, aber das dauert alles wirklich, wirklich lange auf Rathausstufe 11. Ich habe jetzt den Magierturm hier auf RH10 Status, ich habe den Bogenschützenturm auf RH10 Status und in 1 Tag und ein paar Stunden. Ich kann nicht mehr reinscrollen. Ich kann hier irgendwie nicht... Ah, jetzt kann ich reinscrollen. Okay, in 1 Tag und 5 Stunden ist er dann auch auf Rathaus Level 10 Status erst. Meine erste RH11, der wäre fertig in 1 Tag, 9 Stunden, also auch noch nicht mal ganz max, sondern erst auf Level 14, der Archer Tower hier, also der Bogenschützenturm. Und deswegen denke ich mal, wir machen erstmal die 13 Tage. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, wenn ihr Samstag im Stream wart, habt ihr gesehen, dass ich das Ding angestoßen habe und ich will es fertig machen. 1762 Gems. Das gönnen wir uns einfach mal. Unsere erste Maxed Out Defense hier für Rathaus 11. Die stelle ich dann auch mal wieder dahin, wo sie hingehört. Die gehört hier nämlich in den Tesla, in die Tesla Farm hier rein. Und ja, warum liebe ich eigentlich die Bücher so? Weil ich jetzt auch mal, beziehungsweise ich habe ja jetzt kein Buch mehr, aber die Tränke hier, denke ich mal, muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Also ich use die einfach mal. In den anderen Dörfern verkaufe ich im Moment die Flaschen hier. Hat den Hintergrund gerade bei meinen RH9, die sind maxed out, die brauchen nur noch Dunkles und Helden. Da verticke ich die einfach für so ein paar Gems, denn es kommen ja immer wieder ein paar nach. Und deswegen habe ich da ein bisschen Überschuss und kann das in Gems ausgeben. Später, wenn die dann RH10 werden, kann ich vielleicht mal den einen oder anderen Helden durchgammen. Und ja, die Flasche hier, die mag ich natürlich auch. Die nehme ich aber erst gleich, denn ja, jetzt heißt es natürlich hart reinfahren. Also ich habe jetzt einen Bauarbeiter erstmal frei in 1 Tag, 5 Stunden. Die Kanone in 1 Tag, 9 Stunden. Den Archer Tor, also in 4 Stunden müsste ich mein Goldlager wieder voll machen, denn so schnell kriegst du die Sachen hier natürlich gar nicht hinterher und deswegen, ja, liegt es einfach nahe. Wir farmen hier Dunkles, was das Zeug hält, denn ich habe so viel Gems und ich kann sicherlich den ein oder anderen Level auch von den Helden hier gemmen und ich denke mal, den nehmen wir mal mit hier. 3272 Dunkles, das ist eigentlich drin hier. Was hat er hier denn? Ist das ein Single oder ist das
Oh, das ist ein Single, okay. Das ist ein Single Inferno, dann gehen wir mal. Oh, wir gehen mal von der Adlerseite, glaube ich, rein. Wir gehen mal von der Adlerseite hier rein. Und wir nehmen uns mal das Dunkle hier, glaube ich, ruhig mit. Dann nehmen wir hier eine Warden mit hinzu. Ich habe hier so ein paar, die mir ein bisschen was wegsnaggeln, relativ schnell. So, jetzt muss ich aber auch schon mal ein bisschen Gas geben hier mit der Queen. Oh, von rückwärts wollte ich eigentlich gar nicht in diese Base rein. Aber hier hinten ist auch ein Single Inferno. Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Ich würde sagen, wir. Oh nein, was habe ich da gemacht? Ah, ich habe da einen Wut gesetzt. Eieieiei. Toto. Okay, da habe ich einen Wut gesetzt. Das ist aber nicht so schlimm an der Stelle. Wir gehen hier jetzt mal mit unseren Truppen rein und setzen den Sprung hier mal an. Mal sehen, was wir in der Clanburg haben. So ein paar Hocks machen uns sicherlich ein bisschen Defense weg. Und dann spamme ich hier jetzt mal oh, ich habe noch ein paar Kobolde am Start. Okay, Kobolde rocken hier, gar keine Frage. Sind die in Range des Wardens? Das weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir mal schauen. Und ich heile die einfach mal durch. Dann gehen die sicherlich mal Richtung Dunkles. Ja, ich bin noch ganz. Ich muss sagen, mit dem RH11 bin ich im Moment ganz entspannt dabei. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Und wo ist denn eigentlich mein King? Oh, mein King eiert da hinten rum. Okay. Der Warden ist immer noch bei der Queen. Dann zünden wir den jetzt mal. Dann haben wir noch ein bisschen Luft. Und mach mal den X-Bogen hier weg, der stört mich so ein bisschen. So. Ja, okay, den Bohrer hier unten kriegen wir, den Bohrer da unten noch. Na, ich gucke mal. Ich gucke mal, ob wir den Bohrer nicht kriegen, dass das Single Inferno jetzt so ein bisschen abgelenkt ist. Aber ich denke mal, die Queen könnte den machen. Erstmal das RH jetzt mit dem Babydrachen, da haben wir den schon mal. Der Inferno ist immer noch jetzt auf dem Babydrachen. Jetzt auf meinen Golem. Ich hatte einen Golem in der Clanburg super gemacht. Und dann gucken wir mal. Dann müssen wir ihn jetzt mal zünden. Ja, dann zünden wir die Queen jetzt mal. Oh, die Base ist blank. Geil. Okay, die Base ist blank. Jetzt wird im Moment zwar der Warden geheilt, weil der hat halt ein bisschen Beschuss bekommen, aber die Base hier ist blank. Wir kriegen alles Dunkles. So habe ich es erwartet. Ihr seht hier, ich bin so ein bisschen gut verpackt, denn der Sonntag war echt kalt. Und ich muss noch ein bisschen Wärme nachtanken. Oh nö, jetzt die 16 Sekunden. Die eine Kanone. Sollen wir die eine Kanone stehen lassen? Ah ne, die lassen wir jetzt nicht stehen. Wenn blank, dann richtig blank. Und ich gönne mir jetzt gleich einen Schub, um so ein bisschen weiterzumachen. Also, der war schon mal nicht übel. Ich kriege natürlich im Moment kein gutes Bonus-Dunkles. Aber das ist nicht so schlimm. Wir fordern hier einfach nochmal. Wir fordern noch ein bisschen was an, Kleinzeus. Dann nehmen wir unsere Pulle hier. Das ist diese hier. Also ich mag sie, ich liebe es wirklich. Muss ich sagen, das ist eine richtig gute Idee von Supercell, das auch mit den Potions hier zu machen. Und jetzt haben wir schon wieder einiges auf dem Deckel hier. Lassen gerade mal die Truppe nach forschen, beziehungsweise. Oh, da haben wir das. Nee, ich nehme mal an. Ja, manchmal verbrauche ich den Gift nicht, dann kommt der Wut nicht nach. Und ich würde sagen, wir nehmen aber unsere Lieblingsfarmarmee hier nach, nämlich die Funny Farmarmee, so nenne ich die bei mir immer. Und hier können wir uns auch ruhig was gönnen. So. Ja, und noch ein Gift dabei. Sprung. Zwei Sprung ist vielleicht ein bisschen viel. Ich nehme das mal so. Mache einen kurzen Cut. Und dann fahren wir gleich richtig krass, hoffe ich mal, so weiter. Und da habe ich schon so ein bisschen vorgespult für euch hier. Ja, weil die Gegner so. Manchmal dauert sie doch ein bisschen länger. Und aber den hier, den kann ich hier nicht stehen lassen. Im Boost vor allen Dingen nicht. Und jetzt habe ich natürlich keine. Ja, was habe ich eigentlich nicht? Eigentlich habe ich ja keine Heiler hier. Das macht aber nichts. Das ist jetzt schon so ein bisschen meine Funny Army hier. Und hier brauchen wir Minen und Sammler. Dann nehmen wir hier mal zwei Mauerbrecher rein. Mal sehen, ob die schon reingehen. Ah, die gehen noch nicht rein. Okay, da muss ich die Kanone da doch noch einmal ablenken. Ein Mauerbrecher müsste hier jetzt eigentlich reichen. Dann kommen wir hier auch ans Dunkle dran. Und so geht das hier halt relativ piano, um so ein paar mehr Ressourcen zu fahren, beziehungsweise
um auch so ein paar dunkle Ressourcen. Die gehen jetzt. Toll. Die sterben mir da jetzt natürlich alle. Die sollten eigentlich auf die Ecke gehen. Denn die war nicht ganz so stark verteidigt hier. Okay. Da sind sie jetzt drin. Dann muss ich noch einen Riesen setzen. Manchmal verpeile ich das auch gerne an der Maus. Aber wir haben hier die Ecke. Ihr seht, das sind so kleine Compartments hier. Die haben wir doch relativ gut im Griff. Die Queen macht ja nur Einzelfeuer da. Wir kriegen jetzt keinen. Hole ich mir gleich. Bäh. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen ja eigentlich keinen starken Beschuss hier. So, hier nehmen wir jetzt 3 Stück für rein. Hier ein paar Goblins gesetzt, beziehungsweise Kobolde gesetzt. Für euch heißen sie, glaube ich, Kobolde, wenn ihr den Client in Deutsch spielt. Ich spiele ihn ja in Englisch. Jetzt haben wir hier oben noch so ein bisschen was. Es ist ja nicht mehr, es ist nicht mehr wirklich viel über. Also ihr seht das hier. Hier verbrauche ich jetzt auch meine Bowler einfach für, denn die holen mir die Lager einfach viel, viel einfacher. Mehr brauche ich hier nicht mehr. Das eine Elex-Lager da, ja, das holen wir uns jetzt auch. So, 9 von den Kobolden noch und dann müsste das Elex-Lager auch unser sein, das Goldlager auch. Also den haben wir auf 0 hier. So schnell kann es eigentlich gehen. Ja, ihr seht das hier, nette Ressourcen haben wir verloren, das ist nicht so schlimm. Und wir sind ja hier richtig krass im Boost. Ich habe meine CB jetzt noch nicht gesetzt und kann... Ah, okay, weil ich die nicht gesetzt habe, konnte ich die nicht durchtrainen. Das ist manchmal auch schade. Manchmal verbrauche ich meine Armee ja gänzlich. Aber wir machen sicherlich noch einen. Wir haben jetzt, ja, wir haben schon ein bisschen was auf dem Konto. 2 Sterne sind da sicherlich noch drin, dass ich hier ein bisschen den Bonus mitnehme. Und dann gucken wir mal, ich denke 2, 3, 4 Klicks. Dann haben wir wieder einen netten Gegner, auch wieder ohne Queenwalk. Ich werde dazwischen, glaube ich, immer mal wieder einen Queenwalk einbauen. Denn mit dem hole ich natürlich gut oder kann ich einen guten Funnel schlagen, um später auch mit Kobolden letztendlich das Dunkle zu holen oder mit Bogenschützen. Ich muss mal sehen eigentlich, wie ich das mache. Der ist eigentlich auch nicht schlecht hier für meine Kobold-Gang. Mal sehen, nee, das sind zu viele Compartments, also zu viele, das ist zu viel gefächert. Entweder finde ich außen was oder ich finde irgendwas, wo einer alles relativ fett in der Mitte hat. Die Dörfer soll es ja auch noch geben. Der ist eigentlich cool, ne? Der ist eigentlich cool, auch wenn es ein Elfer ist. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Oh, ich habe Max Meiner in der Clanburg. Super. Und ja, ich würde sagen, dann nehmen wir mal einen Riesen hier. Sprengen hier jetzt schon mal auf und setzen mal ganz behende unsere Magier dahinter, dass die ein bisschen mehr für Cleanup sorgen. Nehmen hier jetzt unsere Elden mal mit rein. So, ja, ich weiß, der Adler schießt jetzt gleich. Das ist aber alles nicht so schlimm. Wo können wir denn eigentlich springen? Ich denke mal, wir springen da. Denn meine Mauerbrecher gehen bestimmt noch bis auf die Ecke dort durch. So, hier setze ich einfach mal die Miner. Und jetzt kommen auch schon meine Kleinen hier durch. Da sind die schon mal durch. Oh. Ey, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da muss ich gerade mal so ein bisschen aufpassen hier. So, ich setze hier mal einen Wut, denn die wollen in die Mitte rein. Ja, die wollen schon mal in die Mitte rein. Mal sehen. So ein paar gehen mir jetzt noch außen, aber der Rest wird jetzt gleich sicherlich Richtung Mitte orientieren hier. Noch nicht ganz. Aber jetzt holen sie mir gleich, denke ich mal, das Dunkle hier weg. Ich halte hier mal durch. Ich kann ruhig ein bisschen Elex verbrauchen, das ist nicht so schlimm, denn ich verbrauche im Moment mein Elex eigentlich komplett für Mauern. Und ja, ich denke mal, boah, das ist auch den haben wir ganz gut gerockt. Ich zünde die Queen hier einfach mal, wir haben eh gewonnen. 2 Sterne, das ist ja auch unüblich für mich, dass ich die hier mache. Dann lasse ich meine Helden nochmal so ein bisschen durchrecken hier. Und ja, ich würde sagen, heute geht sicherlich noch einer. Jo, ihr habt es gerade noch so im Schnitt gesehen. Ich hab auch den Bonus bekommen, also für die 2 Sterne hier, die mir jetzt noch fehlten zum Bonus, ist jetzt nicht so super hoch in Kristall, aber da muss ich mal abwägen. Entweder viel Loot mit kleinen Truppen oder viel Loot mit teuren Truppen und dafür etwas höher in der Liga, ein bisschen mehr Bonus kassieren. Das ist immer, bei mir hält sich das immer so ein bisschen in Waage. Ich glaube, also ich weiß, dass ich jetzt sowieso wieder ein bisschen hochgehe. Bei mir droppen natürlich auch einige ihre Pokis ab.
Und ruckzuck bist du dann wieder ein Meister. Und letztes Mal, glaube ich, habe ich bis Champion sogar gedefft. Das ist hier, ja, das ist relativ normal. Ich droppe ja auch immer mal wieder ein bisschen was weg. Und freue mich dann, wenn ich solche Bases eigentlich finde. Boah. Ja, schon zweier Adler hier, ne? Jo, der hat schon eine Kette. Das könnte ein bisschen heavy werden, unter Umständen auch nicht. Aber ich habe ja jetzt nicht so die tatkräftige Armee am Start, die hier jetzt so super alles reißt. Mir fehlen nämlich jetzt schon die Magier. Habe ich gar nicht alle Truppen hier? Oder sind die noch nicht fertig? Oh, ich habe noch gar nicht alle Truppen. Eieieiei. So, jetzt aber. Ja, da war ich gerade ein bisschen durch den Wind. Ich hatte gar nicht alle Truppen am Start, denn mir fehlten die Magier. Ich hatte mich schon gewundert, wieso habe ich nur zwei Magier? Weil noch 7 Stück in Ausbildung waren. Die mussten jetzt eben im Boost nachtrainieren. Das ist ein Einser dort. Ja, bis zum Dunklen. 4000 Dunkles. Das steckt sicherlich auch da hinten in den Bohrern. Was habe ich in der Clanburg? Okay. Alles nicht so schlimm. Sage ich ja auch sehr häufig. Alles nicht so schlimm. Das geht ja alles. Oh, muss ich hier meine Magier schon auf diesen Mist hier verballern. So, jetzt sollen aber die schon mal da reingehen. Das machen sie auch. Jawohl. Und mal sehen, ob wir jetzt durch das zweite Compartment hier noch unsere Mauerbrecher bekommen. Das wäre natürlich super, damit unsere Kobolde da springen können. So, jetzt muss ich die aber mal setzen. 1, 2, 3, 4. Mal sehen. Die müssen da durch das Department da durch. Und dann setzen wir immer die Clanburg. Da sind sie auch durch. Oh, da kommt gegnerische Clanburg, sehe ich gerade. Die müssen wir natürlich weggiften. Und heilen hier einfach mal durch. Unseren Sprung setzen wir mal dort. Und wo ist denn King und Queen? Ja, die machen das in jedem Fall. So, dann gucken wir mal, wo unsere Kobolde hinrennen. Ja, die sind jetzt natürlich an der Maus geklickt. Das ist nicht schlimm. Also ich kann sie natürlich wirklich nur punktual einzeln setzen hier. Da geht jetzt nicht wirklich viel. Die kriegen jetzt aber überhaupt keinen Beschuss. Ich will ja das Dunkle unbedingt haben. Und das B bekomme ich auch. Ja, das bekomme ich auch. Jawohl. So, da holen sie mir vielleicht noch ein bisschen Gold. Mal sehen. Die Queen, ja, macht die da das Lager noch? Das wäre natürlich super. Aber die geht jetzt erstmal ein bisschen rum. Die geht jetzt zur Offense. Okay. Die Queen geht zur Offense. Wir lassen die ruhig mal richtig verkacken hier. Ist nicht so schlimm. Wir haben, glaube ich, 3000 Dunkles hier geholt. Das reicht mir mit der Army hier, wo ich ja kaum Dunkles verbrate. Gucken wir mal gerade. 3-3. Alles in Ordnung. Alles cool. Wir haben jetzt 111.000. Ich brauche 186.000 für die Queen hier. Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen weitermachen. Werde jetzt nochmal fröhlich nicht anfordern, denn ich kann gar nichts anfordern. Hier ist der Rest noch im Bau. Quick Train. Oh, da fehlen mir auch 2 Truppen hier. Manchmal klappt es auch mit den Quick Train hier nicht. Ich schaue mal, was mir hier jetzt gleich fehlt. Oh, da fehlt mir ein bisschen Gift. Ich muss mal ein Gift so haben. So. Ein Heil, 1, 2, 3. Und noch ein Gift dahinterher. Das ist, glaube ich, gewesen. Ja, manchmal kommt man hier auch durcheinander. Also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen hier. Also die Flaschen. Die Pullen hier, diese Boost-Pullen oder auch, ihr seht das hier, meine Minen und Sammler sind jetzt im Moment alle aktiv, denn ich bekomme ja relativ zeitnah 2 Bauarbeiter frei. Die will ich natürlich auch wieder super gern beschäftigen, denn die nächsten Bücher kommen ganz, ganz bestimmt. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ganz abseits des CKs, den CK übrigens, den verlinke ich euch, nee, nicht auf der Seite, auf der Seite hier oben. In dem Info, den könnt ihr euch komplett angucken. Also in den letzten CK, ich habe alle Angriffe im Livestream aufgenommen. Der Livestream geht nur 2 Stunden, könnt ihr mich nochmal genießen. Ich habe heute auch mal mit der Facecam wieder aufgenommen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Bis dahin, euer Toto, clasht.